AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, die AfD-Fraktion hat von Anfang an gesagt, dass wir einen gemeinsamen Antrag unterstützen. Es ist Konsens aller Fraktionen, dass der Terroranschlag vom Breitscheidplatz aufgearbeitet werden muss. Alle Fraktionen haben sich an den Vorgesprächen beteiligt und zusammengewirkt, auch wir. Das sind wir den Opfern schuldig und allen Menschen in diesem Land. Es ist wichtig, im Untersuchungsausschuss hier im Hause die Fokussierung des Ausschusses über das hinaus zu erweitern, was in den Ländern schon gelaufen ist. Auch die Fehler im Getriebe sind natürlich aufzuklären, aber der Blick für das Wesentliche darf nicht verloren gehen. Wenn die Polizei überarbeitet, überfordert und mit ihren Kapazitäten und also Kräften am Ende ist, dann ist doch klar, dass Fehler passieren. Die Ursache dafür müssen wir aber klären. Unser Fokus darf nicht auf dem kleinen Beamten am unteren Ende der Hierarchie liegen bleiben. Der Fokus muss auch in den Blick nehmen, die politische Gesamtverantwortung. Darum hatten wir einen Änderungsantrag eingebracht, die politische Gesamtverantwortung und den Einfluss der Asyl-, Ausländer- und Flüchtlingspolitik zu beleuchten. Wenn wir dann feststellen, dass diese Politik keine Ursache war, bitte, dann hätten wir das auch geklärt. Aber die Aufklärung gar nicht erst zu wollen, ist falsch. Im Zusammenhang mit dem Terrorismus sprach der israelische Militärhistoriker van Krefeld von den neuen Kriegen. Die großen konventionellen Kriege zwischen den Staaten werden durch die Bedrohung terroristischer Gruppen abgelöst. Der islamische Terror ist eine solche Form eines neuen Krieges gegen die westliche Zivilisation. Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz ist in diesem Kontext zu sehen, aber es war nicht der erste. Ansbach, Würzburg, Hamburg, Essen gingen voran. In all diesen Fällen waren Asylbewerber und muslimische Migranten die Täter. Diese Mörder sind keine fehlgeleiteten, diskriminierten Opfer widriger Umstände. Legen wir bitte die Scheuklappen ab. Sie sind das Gesicht einer wachsenden Bedrohung, die unter Berufung auf den Islam und den Koran unsere Freiheit, unsere Kultur, unsere Lebensart und am Ende unsere Zivilisation zerstören wollen. Und dagegen müssen wir etwas unternehmen. Die Aufarbeitung des Anschlags hat auch das Ziel, uns besser für diesen Konflikt mit dem gewaltenbereiten Islam zu wappnen. Es gibt uns die Möglichkeit, Schlussfolgerungen für die Reform unserer Sicherheitsarchitektur, der Ausstattung und Organisation der Polizei und Sicherheitsdienste zu ziehen. Sie müssen den Erfordernissen dieser neuen Zeit angepasst werden. Dazu gehört natürlich auch die Reform des Aufenthalts- und Asyl- und Einwanderungsrechts. Es nimmt das Ergebnis des Untersuchungsausschusses nicht vorweg, wenn wir feststellen, bei gesicherten Grenzen und konsequenter Anwendung der Drittstaatenregelung hätte es den Anschlag auf dem Breitscheidplatz nicht gegeben. Diese Tatsache ist schmerzhaft, aber nicht zu leugnen. Wir müssen auch Schlussfolgerungen ziehen für den Umgang mit den Hinterbliebenen und Opfern. Im deutschen Rechtssystem und in der politischen und öffentlichen Behandlung wird zum Teil ein enormer Aufwand getrieben, die Abschiebung illegaler oder zum Teil auch krimineller Einwanderer und potenzieller Terroristen zu verhindern, aber deren Opfer lassen wir allein. Das ist ein Skandal. Der Untersuchungsausschuss muss seinen Teil zur Beantwortung der Frage beitragen. Wie können wir die Sicherheit unserer Nation im 21. Jahrhundert gewährleisten? Ja, nationale Sicherheit ist ein zentrales politisches Thema. Andere Nationen in dieser Welt, wie die USA oder Israel, haben das verstanden. Es ist Zeit, dass wir in Deutschland auch das endlich verstehen. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Nicht alle Menschen auf der Welt sind gut und nicht alle Menschen auf der Welt wollen uns Gutes. Deswegen schließen wir ja auch unsere Haustüren ab. Offene Haustüren sind ebenso wenig wie offene Grenzen ein humanitärer Imperativ, sondern mit Blick auf die Grenzen gelebte politische Verantwortungslosigkeit.
Aus unserer Sicht hat die Aufarbeitung des islamischen Terroranschlags vom Breitscheidplatz ein großes, übergeordnetes Ziel, die Rückkehr zum politischen Realismus. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Benjamin Strasser, FDP-Fraktion.